So, dann sagen wir mal Hallo und herzlich willkommen zurück bei 7 Days. Ich bin der Tovarok, mit dabei ist der Kuga. Einen wunderschönen guten Hordenabend. Genau, wir haben Michi Horde, 21:10 Uhr, Tag 7. Wundert mich selber, dass wir Tag 7 da die Horde vor der Tür haben. Aber naja, gut, weil wir haben ja diesen, ich weiß nicht, wie das Ding sich schimpft. Ja, das ist ein Randomizer. Genau, 2 Tage, das haben wir eigentlich noch nie gehabt, sonst haben wir immer Tag 8 oder 9 gehabt, ne? Und diesmal genau. Hallo Grillmeister. Schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen. Pünktlich zur Horde. Mensch, das ist ja nicht zu fassen. Ist das ja nicht. Als ob es geplant wäre. Als wenn es geplant wäre. Warte mal, wie ist das mit Licht? Ach, wir haben kein Licht. Nein, großartig. Ach du grüner Gott. Was ist das lustig? Und um alle Leute schon mal vorzuwarnen, wir Ja. werden zwar heute des Öfteren Tschüss sagen, aber das ist nur für die YouTube-Folgen. Genau, wir machen ja, wie gesagt, ein Live-Let's Play und dafür muss man natürlich ein bisschen Hallo und Tschüss sagen. Nützt ja nun mal nichts. Wir sind ja. Also, wir sind nur weg, wenn wir wirklich doppelt Tschüss sagen, quasi. Ganz genau. So, hast du genug Munition? 38 Schuss für die Rifle, Schrotze 18 und Pfeile genug. Ja, Pfeile habe ich auch reichlich. 200, 400. Oh Gottes Willen, das ist ja. What? Was? 400? 400, knapp 500. Ich habe nur 570, 217. 570. 2470. So. Falls du sagst Bescheid. Nee, sag Bescheid. Wir haben So. kein Licht, ne? Der Licht ist echt Panne gerade. Also hier Ja. drüben ist gar nichts. Hier ist echt null Licht. Ich seh nichts. Deswegen lass uns mal hier drüben hin und hoffen, dass sie hier drüben kommen. Hier sind die Licht. So, 21:36. Wo seid ihr? Hm? Ach, wir haben Oh, keine. da sind wieder kreative Spike-Formationen gebildet. Ah, ja, die sind hier an der Wand, ne? Ich bin mal gespannt, An ob der die. Wand auch? Hier an der Oh Wand. ja. Ich bin mal gespannt, ob die was helfen. Ja, das Problem ist, wenn die da drauf hüpfen, ne, sind die im Block höher. Ja, gut, das ist das Risiko, was wir eingehen. Also, wie gesagt, es kann sein, dass wir sterben. Ich weiß ja nicht. Ich finde Sterben eigentlich uncool. Warte mal auf, ich mach mal hier wegen uncool, ich mach mal hier das dicht, ne? Da kommt da keiner auf die Idee, da reinzulaufen. Können wir denn noch was skillen? Ich kann tatsächlich noch skillen. Kannst du? Aber nichts, was mich für einen Kampf stärker macht. Ah. Okay, ich bin auf jeden Fall gespannt. Gleich ist nämlich los. 21:48 Uhr. So, ich laufe extra ein bisschen hier im Licht rum, weil wir haben, wie gesagt, da drüben ist kein Licht. Da ist keine Sonne. Und meine Knarre hat hier keine Taschenlampe dran. Hast du Bandagen und so ein Zeug parat? Ja, habe ich alles da. Alles Gut. da. Essen? Klaro. Trinken? Klar. Käffchen Warum habe ich bin auch ich noch nicht da. satt? Da musst du nicht mich fragen, das ist so dein Ding, nicht? Ja, deswegen habe ich gerade hier so schön, ne? Spiegelei mit Schinken kann man immer essen. Gut. Sowohl morgens als auch abends. Wie es uns geht. Och, ne? Wie es einem so vor der Horde geht. Bestens gelaunt und kein bisschen Angst. Ist ja alles sicher hier. Und ja. Alles gut. So, ich hoffe mal jetzt. Ich hoffe mal nicht, die kommen da hinten hin. Ich hoffe mal nicht, weil da sehen wir nichts. Das ist schwarz wie die Nacht. Ich sehe mal gar nicht zu töre nur. Ja, hier bei mir. Hallo, Freunde. Kommt doch her. Ihr Spiel. Haben gesagt. Yes, sir. So. Oh, Mist. Das war Klick. Oh, da hast du das richtige Modell. Aha. Krankenschwester. Krankenschwester. Ich treffe sie sogar. Ah, ja, hier. Die kommen alle aus der Wassergegend. Das ist die ganze hier. An Land ist, Jungs. Und Damen. Ey, Olle, bleib hier! Warum laufen die weg? Was ist da hinten? Ich weiß es nicht. Oh, Hunde. Hunde ist ja. Ah ja, das ist ja ein bisschen stressig hier gerade. So. Ja, lauf doch nicht so schnell. Hör mal auf, ich mach mal hier. Ah. Ja, sie kann sich nicht entscheiden. Freund der Sonne. Oh, Spucker? wo? Weiß nicht.
Sie läuft weg. Warum läuft sie weg? Ich höre nur. Ich will nicht wissen, wo sie sind. Oh, wo sind denn die? Ich guck mal auf die andere Seite. Ich muss da mal schauen. Ich hab die dicke Lady verfehlt. Ah! Vorsicht, hier ist kein Block mehr. Klick, 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 klick ist doof. Klick ist echt nicht gut. Alter Freund. Ich sehe nichts. Wo sind sie denn da? Wo ist kein Block mehr? Hast du einen rausgenommen? Ich hab ne gesetzt. Hast du jetzt? Okay. Ach, da vorne. Oh. Komm, liegt euch hin, Jungs. Das hat dann eh keinen Zweck. Kennt ihr doch das Spiel. Das da hinten ist das dunkel. Ach, das mit wenig Licht ist echt Pfanne. Ein bisschen mehr als beim letzten Mal. Ja, das muss ich auch sagen. Es ist gerade ein bisschen. Und vor allen Dingen ist das, da im Dunkeln, da sieht man eh nichts. Wo ist sie denn hauen? Da. Ja, das wird aber jetzt ruhiger, ne? Ich glaub, das war's. Alter Freund, was ein Stress. Bisschen Schweiß, ne? Zum Glück nur auf der Stirn, nicht in der Hose. Nee, stimmt. Guck mal hier, da quasi eine komplette Hundehorde für dich. Ja, ist doch schön, dass die alle tot sind. Ja, nimm mal ein Messerchen und hol Marcel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh Gott. 6? Kann ich die zählen? Hier vorne ist auch noch eine. Ach nee, ist kein Hund. Ah. Also ich zähle mindestens 11. 11? Ja. Ach du grüner Gott. Beim Töten von Zombies wird der Schlechtgrillmeister. Ja, denn lieber nicht zuschauen. Und versuch mal nicht in Großbuchstaben alles zu schreiben. Das mag der Bot nicht, denn plötzlich bist du raus. Aber was noch viel schlimmer ist, wenn die Zombies dich killen. Weil denen wird nicht schlecht. Nee. Ich fürchte fast. Das ist es gewesen, ne? Kann das sein? Wieso du fürchtest? Ich hab nicht mehr viel Munition. So, wenn ich sterbe, dann bin ich tot. Ah. Ja, ja. Ich ziele genau auf deinen Kopf. Ich werde dich erlösen. Da, das ist großartig. Bevor der erste Biss kommt, ist für mich Schluss. Das sieht total übel aus, wie du auf die armen kleinen Hundis einhackst. Arme Hundis. Hör mal auf jetzt. Was denn? Die das haben sind alles nur kleine Luckys. Ja, nee, bestimmt nicht. Die haben überall Luftlöcher. Ja, nachdem wir reingeschossen haben. Kein Wunder. Auch vorher. Achso. Jetzt habe ich gar nicht mitgezählt, wie viele Hunde das waren. Ich wollte da mitzählen. Auf jeden Fall liegen hinter dir noch zwei, falls du die nicht siehst oder gesehen hast. Ja, solange sie liegen, ist alles gut. Ja, der eine sabbert noch so ein bisschen. Also ich weiß nicht, ob er dich gerade attraktiv findet. Ja, ich hoffe mal nicht. Wo denn? Da. Ach, hier stimmt. Da ist noch was. Alter, das war eine ganze Ecke Hunde hier, ne? Muss ich echt mal sagen. Mein Güte. Ja. Oh, guck mal, da lagen sogar 3. Okay. Dann waren es insgesamt wohl 12. Ist hier auch noch einer? Ich hoffe mal. Alter, ja, den habe ich gesehen. Das war eine ganze Menge. Seit wann bist du eigentlich mutig und springst runter? Keine Ahnung. Hallo Eldervania, schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen. Hallöle. Du hast das Massaker verpasst. So. Ich hab Fell. 70 mal Fell. Alter Freund. 64 Knochen. 11 Fett. Läuft. Ja, und 70 Gramm Fleisch. Willst du die haben? Da kann man richtig gutes Essen rauskochen. Später. Wenn wir noch so ein bisschen kochen gelernt haben. Oh, kann man das? Aus Gammelfleisch? Ja.
Jo, musst dir mal die Rezepte unter Master Chief durchgucken, wenn du die Aha. gelernt hast, alle. Da kannst du aus Gammelfleisch und aus Gammelbrot kannst du Essen machen. Und man kann Okay. sogar Chili Dogs herstellen. Njam, njam. Oh je, oh je. Bitte keine Werbung. Bitte keine Werbung. Bitte keine Werbung. Ich mache ja auch Wieso? keine Werbung. Ich mache Wo ja war auch denn Werbung? bei mir im Stream, im Chat. Bitte Ach keine so. Werbung. Ich mache auch keine Werbung. Coca-Cola is it. Meinst Sollen wir hier das Hochkletterding mal wegmachen? du, da kommt jemand raufgekrabbelt? Ich glaube nicht. Es Nein. gibt Spider, die klettern können. Meinst du, jetzt kommt noch jemand? Ich glaube, wir können das Vibe-Moped anschmeißen. Hier kommt nichts mehr. Mach mal. Dann muss ich das erst holen. Haben wir denn überhaupt Sprit? Weißt du was? Wir haben so ein scheiß Wetter, ne? Ja, aber Das nur draußen. blitzt und donnert wie die Hölle. Da ist keine Wolke am Himmel und das regnet nicht. Vielleicht sollten wir reingehen. Oh, ich habe keine Munition mehr. Oh, ich habe die ganze Munition verheizt. Alter Freund, bist du. Nein. Das heißt, ja gut, wenn wir Glück haben, haben wir noch 7, 8, 9 Tage Zeit. Für die nächste Horde, nicht? Aber wir haben ja eine Menge vor. Wir müssen die Hütte ja noch ein bisschen besser machen. Also minimal. Oh, hier ist viel Stein drin. Pass mal auf, wie ist das? Ach ja, Farbe und Pinsel brauchen wir, ne? Damit das hier Schluss ist mit Suchen, wie blöd, Mann. Ja, so Farbe musst du finden. Pinsel kannst du zur Not herstellen. Kann man? Pinsel kannst du ja. Warum können wir denn nicht hier Farbe herstellen? Weil ich es ehrlich gesagt noch nie ausprobiert habe und ich weiß, ob das geht. Aber eigentlich kann man ja fast alles herstellen, ne? Kann man das nicht? Mal auf Farbe. Ja, kann man in der Chemiestation. Wollte ich gerade sagen, Farbe kannst du herstellen. Chrysanthemen, Cotton, Goldenrod Flowers und eine Flasche trübes Wasser. Cotton, 78 Stück. Chrysanthemen, 23. Was? Vielleicht sollten wir das eher finden, das Zeug. Mist, ich habe was gemacht. Warte mal, ich muss da mal rein. Was hast du gemacht? Ich habe mal kurz den Fressalien-Schrank leer geräumt. Oh, das R gedrückt. Ich weiß auch nicht, wie das. Messbecher. Oh. So, pass mal auf, das ist doch jetzt Lo. Da ist noch was. So. Aloe Vera. Die Hallo Vera. Vera. Aloe Vera. Ich finde das die beste Pflanze im Spiel. Die ist freundlich. Die sagt Hallo. Genau. Hallo Vera. So. So, was haben wir jetzt? 0:14 Uhr. Normalerweise könnte ich ja nicht. Ich kann. Kann ich doch locker. Geh doch mal locker in den Keller, du. Da kann ich ja nix. Tschüss! So, in Keller. Pass mal, wo ist mein Gang der? Der Ist lange das hier. schon ganz unten? Das sieht gar nicht wie ganz unten aus. Ich weiß auch nicht. Keine Ahnung, warum das hier nicht ganz unten ist. Aber das ist ganz unten. Weiter geht's nicht. So, pass mal auf. Warte mal, was hast du für ein Level? Oh, wir sind noch keine Freunde. Ei. Was ist mit dir Ja, los? merkst du was? Ja. Ja. Was ist denn mit dir los? Keine Ahnung, habe ich nicht dran gedacht. Nee, aber du hast Level 17. Ja, was ist denn da los? Ja, ich bin 21. Was ist denn hier los? Ja, wahrscheinlich hast du gecraftet wie ein großer. Hallo Susanne, schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen. Ja, Hallöle. aber trotzdem. Was ist mit dir los, Kuga? Das wird sich ändern. Tode 3. Gib mir meine AK und ich fühle mich zu Hause. Alter, Überlebenskünstler, ne? Weißt du, der kann ich nicht. Also der muss schon das. Der muss was Großes in der Hand haben, sonst hat das keinen Sinn. Du kriegst die Pistole, ich krieg die AK. Deal Ja. ist Deal. Stil ist Stil. Nein, Deal ist Achso, Deal. Deal ist Deal. Ich dachte, Stil. Das passt aber auch. Ja, auch. Von mir aus baue ich dir auch hinterher eine Magnum. Oh ja. Mandelsplitter. Magnum. Jetzt habe ich Hunger, Arschloch. Warte, ich mach mal kurz auf Pause. Ich muss mal kurz zum Tanke. Ja, die ist ja auch furchtbar weit weg von dir.
Ja, richtig. Ich muss ja unheimlich weit. Ich muss das Auto Also, also ne? ja. Wahrscheinlich dauert das Auto aufschließen länger als zur Tanke hinlaufen. Ich fürchte auch fast. Naja, gut. Aber gut, ich meine, so, wir haben die Horde auf jeden Fall überlebt. So. Es waren aber doch eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, was hatten wir denn angestellt? Wir hatten auf Maximum hochgedreht, ne? Na klar, wir haben alles auf Vollgas. Nee, ich glaube, Spielstärke haben wir nur auf Warrior, oder? Oder haben wir auf Survivalist? Nee, wir haben auf Warrior. Ja. Kann es das sein? Da will ich nicht noch weiter drauf drehen, das ist mir schon... Ja, also dann fehlt da noch eine Spielstufe. Aber wir haben wenigstens einen Zombie-Erscheinen und sowas, das haben wir auf Hoch. Ja, also das hatten wir auf jeden Fall auf Maximum gedreht. Ja, wollte ich gerade sagen. Also alleine, wenn wir schon am Looten sind, wenn wir durch die Gegend laufen und eine Tür aufmachen, da kommen so viele Ochsen raus. Ja. Ach nee, sind ja keine Ochsen. Ja, aber das macht's doch gerade lustig, ne? Ja, stimmt. Warte mal, warum habe ich keine Fackeln hier? Ach, die habe ich alle draußen verheizt. Ach, großer Gott. Du könntest dich auch einfach rumdrehen und eine von der Wand wegnehmen. Das könnte ich machen. Weil hinter dir hängen gefühlt 300. Naja, nee, so viel sind's denn auch nicht. Gefühlt. Oh, ich sehe wieder. Hier ist alles schwarz. Was war das denn gerade? Was? Focko. So. Es werde Licht. Siehste. Maha. Was uns jetzt eigentlich noch fehlt, ist hier eine Eisenader. Weil wir können ja, also theoretisch könnten wir Eisen herstellen. Nein. Ich bin ja schon 21, aber du hängst ja noch ein bisschen nach. 25. Mit 25 erst? 25 ist Eisenwerkzeug. Müssen wir erst 25 Jahre alt werden? Und du musst Intelligenz skillen. Und das hast du wahrscheinlich noch nicht. Ach, ich und Intelligenz. Weil wir haben uns ja darauf geeinigt, dass ich das mache. You can craft iron tools and weapons bei 20. Intelligenz 5. Hä? Wie bei 20? Level 20 steht hier groß und fett. Workbench, you can craft iron armor und hast du nicht gesehen mit 35. Was war denn mit 25 dann? Du hast recht. Ja, ich weiß. You can craft irgendwas military konnte man grade. Erst ab 25. Level 100, das dauert ja ewig und noch länger. Ach, Minibikes konntest du ab 25. Sorry. Ich habe mal was gekauft. So. Ach, na. Wobei, ohne Scheiß, ich habe jetzt mittlerweile alle Fahrzeuge ausprobiert. Mhm. Das Motorrad gefällt mir immer noch das Beste. Mhm. Was denn mit dem Auto? Das war auch cool. Soundtechnisch haut man nicht so ganz hin, aber sonst. Ja, soundtechnisch ist das ja identisch mit dem Moped. Vorteil ist natürlich, du kannst mit zwei Leuten rein und du kannst ein bisschen mehr Platz lagern. Aber du machst natürlich doppelt so viel Ressourcen kaputt beim Fahren, ne? Das stimmt. Weil ist halt doppelt so breit. Das stimmt. Deswegen, also... Privat nutze ich eigentlich nur das Moped. Und auch den Hubschrauber. Boah, der ist schon tricky zu fliegen. Okay. Freue mich jetzt schon drauf. Boah, Level 120, ne? Also quasi morgen. Liebins Fußballverein, was ist denn das? Grillmeister. Was meinst du damit? Was für ein Fußballverein? Steht hier. Liebins Fußball. Verein. Dein Lieblingsfußballverein wahrscheinlich, fragt er. Ach, das kann sein. Klar habe ich einen. Hast du auch eine Kugel? Sollte man am Namen sehen, wenn man sich ein bisschen mit Fußball auskennt. Genau. Nur der Bayern München. Was? Nein, ich habe nichts gesagt. Wieso? Spül mir den Mund aus. Ich hab das Wort in den Mund genommen. Ja, mit Seife. Warte, mit Seife. Unter Wurzelbürste. Auf der Zunge. Ja. Ich bin seit gefühlten 50 Jahren Fan vom HSV und das werde ich auch die nächsten 50 Jahre bleiben.
Ganz egal, ob die zweite Liga oder dritte Liga spielen. Das finde ich ist eine saugeile Einstellung, weil ich hasse nichts mehr als ihr Erfolgsfans. Nee, richtig. Deswegen, ich habe sie schon von Anfang an, also mein Vater hat sie schon, ne, er ist damit angefangen mit HSV und dann bist du schon mal mitgefahren zu dem Spiel und daher kommt das auch. Und dann hat man da, das ist der Verein, der kommt bei uns um die Ecke und dann ist man damit verbunden halt eben. Das ist unsere Dortmunder Geschichte. Ja. Mein Vater hat mich damals schon mitgenommen und er wurde von seinem Vater mitgenommen. Aha. Na gut. Ja. Ja, so ist es ja auch. Ist halt so, ne? Es wird dir entweder wird sie ins Blut gelegt, wenn die Liebe von oben runter weitergegeben wird oder nicht. Ja, klar. Was anderes. Was machen wir gleich, wenn so die Sonne mal aufgeht? Erkunden? Fragezeichen? Erkunden. Welche Richtung? Das ist die große Frage. Lass mal auf die Map gucken. So. Ich bin ja schon einen halben Kilometer vom Haus weg. Mein Gott. Weißt du was? Richtung Westen haben wir noch gar nichts. Ja, Richtung Westen habe ich die Straße, die von Nord nach Süd geht. Aber in der Mitte ist alles grau. Bin ich da gespawnt und dann zu euch gelaufen, dass in der Mitte das ganze Feld freigelassen wird? Ich weiß es nicht. Oder meinst du, Richtung Osten haben wir noch nichts? Weil da habe ich nämlich auch noch nichts. Genauso wie im Westen. Wie gesagt, Westen ist bei mir tot als nichts. Also absolut. Ich meine, was habe ich denn jetzt gemacht? Im Osten, da ist nachher verbrannt. Das kann ich so sehen, dass irgendwas verbrannt ist. Okay, das sehe ich noch nicht. Da waren wir doch, oder nicht? Moment, verbrannt ist im Norden. Ja, aber das geht da die ganze Seite runter. Denke ich mal. Lass mal nach Westen. Da ist auch eine fette Straße, da wird sicherlich eine Mörderstadt sein. Ja, die. Und dann steht da bestimmt eine riesen Fabrik, wo die nächsten 50 Folgen nicht rein dürfen. Du bist immer noch heiß auf die Fabrik, ne? Die du noch nicht kennst. Natürlich. Das Ding ist riesengroß. Wir waren ja nur in dieser einen drinne. Oder? Und ich, Arschloch, hab dir das andere Ding sogar gezeigt, wie es aussieht, ne? Ja, Mensch, du. Am liebsten gleich durchladen und dann. Aber ich habe sie ja selber noch nicht komplett gesehen, weil ich habe sie jetzt erst auf meiner aktuellen Map gefunden. Oh, was? Oh, hier ist. Oh! Hier ist Sand? Oh. Sand? Folgt ihm! Folgt dem Gravel! Ich halte die Daumen, bis es breiter wird. Ich seh nix! Du wirst Eisen finden. Sei ein guter Zwerg. Warte mal. Eisen? Ich finde gar nichts. Ich sehe auch nichts. Oh Mann. Sag mal. Ja, ich will doch auch mit abbauen. Das Gute zu euch. Ich brauche erstmal Licht. Geh mal zurück. Ja, komm. Weiter. So. Oh, ich sehe jetzt gar nichts. Licht. Da. Oh, ich glaube, das ist Blei. Naja. Ja, ist Blei. Eisen wäre cooler irgendwie. Hallo Punkt 7, schön, dass du reinguckst. Herzlich willkommen. Einen wunderschönen guten Abend. Blei und Eisen gewiss nicht da unten. Oh doch. Was hast du gefunden? Wir holen alles raus, egal was wir finden. Warte, ich dränge mich mal ein bisschen an die Wand. Ich mach mal hier ein bisschen breiter. Oh, Blei. Wieso finden wir kein Eisen? Naja, Eisen kriegst du ja aus jedem Stein raus. Und wir sind doch eigentlich im grünen Gebiet, ne? Ja. Das heißt? Eigentlich sollten wir Eisen finden. Weil das eher oben zu finden ist, schreibt Punkt 7. Au, gibt's die Layer wieder, wie früher? Ich weiß das nicht. Wie gesagt, keine Ahnung. Oh. Ich würde schätzen, das Blei. Schippe, da. Warum habe ich eigentlich zwei Schippen im Rucksack? Keine Ahnung.
Oh, hinter dem Sand ist es tief schwarz. Kohle. Dunkelheit würde ich eher sagen. Ach so. Naja, man kann es ja trotzdem versuchen, ne? Ich hab Durst. Die staubige Luft hier. Ja, kein Wunder. So viel Steine und Sand, wie wir durch die Gegend schütten. Ich meine, so tief sind wir ja gar nicht. Also wenn wir jetzt hier weiter raufgraben... Ja gut, müssen wir vielleicht. So tief sind wir gar nicht. Am tiefsten Punkt der Erde. Mhm. Ja, aber das war ja nicht weit. Warte mal, ich hab hier ein bisschen... Oh. So. So. Muss repariert werden. Das ist immer das gleiche Thema hier. Ach, und wieder auf Schöpfer wechseln. Nein, bin runtergeplumpst. Aua! Entschuldigung. So, eine halbe Stunde noch. Und kein Eisen. Ich sehe absolut gar nichts. Und einmal Sand weggeschüppt, schon ist wieder alles hart. Schon wieder alles hart. Hört sich schwierig an, ich weiß. Was ist denn das? So ein Mining-Helm wäre schon toll. Das wäre schon Luxus, echt. Ja, aber richtig klasse. Was würde ich jetzt geben für Fackeln? Naja, aber warum solltest du sehen, wo du hinbuddelst, wenn ich auch nicht sehe, wo ich hinbuddel? Stimmt. Warum komme ich da jetzt nicht rauf? Na, ich komme da nicht rauf. Was ist denn jetzt los? Lauf, Forrest, lauf! Also. Warum? So, nee, weil wir nach oben kommen. Oh, ich hab ein Kloß im Hals. So, jetzt geht's wieder. Oh, so. Was machen wir jetzt? Taschenlampen klauen oder. Ach, die kann man ja nicht an der Wand hängen. Das ist ein bisschen doof, ne? Wir haben auch keine. Großartig. Ja, wir looten Autos für die Großen und finden Mining-Helme. Ja. Ich finde, das klingt nach einem Plan. Das ist richtig. Haben wir denn Werkzeug dafür? Ich komme hier nicht hoch. Wir haben hier Fackeln. Hier sind Fackeln, Alter. Ja, warte mal. Da. Eine. Nein, wir hatten da eine ganze Fackel reingelegt. Oh, es ist Tag. Moin. Moin. Wir brauchen aber nicht Farbe. Wir brauchen unbedingt Farbe und so einen blöden Pinsel. Hier sind noch Taschenlampen. Zwei Stück. Also ich habe eine Wrench, habe ich. Ja, ich auch jetzt. Kann man die reparieren? Ja, mit Stahl. Ach so, ja, stimmt, da war doch was. Ja. Wir haben ja auch so viel davon. Richtig. Mist, der hält ja nicht lange, dem Ding hier. So, ich stelle mich mal eben kurz aufs Dach, pinkel vom Dach aus ins Meer und du wartest so lange unten. Warum? Ich will's mir ja nicht zugucken, oder? Ja, warte, das können wir da anders regeln. Wir haben sowieso eine halbe Stunde durch. Ach so. Ja, ja, dann können wir doch einfach mal sagen, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like da, schreibt was in die Kommentare. Ach, wie ein schöner Sonnenaufgang da hinten. Und drückt auf den Abo-Button.
Denn so verpasst ihr keine Folge, so wisst ihr immer, was am Kanal gerade los ist. Und wir sagen bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und sollte es euch nicht gefallen haben, klickt ruhig auf den Dislike-Button, aber sagt bitte auch, warum es euch nicht gefallen hat. Ja, weil könnt, sonst wird sich nichts ändern. Ganz genau. Ihr könnt es aber auch schreiben, weil sagen, das können wir nicht hören, wenn ihr es geschrieben habt. Good point. Genau. Good point. Bis dann, tschüss. See ya.